Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen weiteren 3-Ball-Trick. Und zwar, wie man den Ball mit dem Rücken auffängt. Dazu braucht ihr, würde ich mal sagen, eher größere Bälle. Dazu habe ich ein Ball-Review gemacht, das werde ich euch rechts oben verlinken. Und ihr müsst natürlich mit 3 Bällen jonglieren können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch das Ganze links oben verlinken. Wie beginnt man also? Man nimmt die 3 Bälle und jongliert erstmal ganz normal. Und dann ist es wichtig, dass man einen Ball höher wirft. Also ich kann das nicht so hoch machen, weil ihr den Ball dann nicht mehr seht in der Kamera. Aber ihr müsst auf jeden Fall einen Ball höher werfen, damit ihr Zeit habt, euch nach vorne zu beugen und den ganzen mit dem Rücken, also eigentlich nicht mit dem Rücken, sondern eigentlich mit dem Nacken aufzufangen. Ich zeige es ganz erstmal. Man muss mit dem Nacken und den Schulterblättern eine Kuhle bilden, in der man dann den ganzen Ball auffangen kann. Und dann hoffe ich, hat euch der Trick gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Tipps habt, schreibt es einfach in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.